Hier ist Dana mit eurem YouTube Newsflash live und ungeschnitten. Seid ihr bereit für den Kampf der Titanen? Zwei deutsche Mannschaften im Champions League-Finale. Bayern München gegen Borussia Dortmund. Das wird der Knaller. Tatortstar Wotan Wilke-Möhring hat bei einem Sky-Interview sich von seinen Emotionen leiten lassen und hat sich für seine Liebe für den BVB ausgesprochen, was bei den Bayern-Fans aufgrund seines aufgeheizten Kommentars nicht ganz so gut rüberkam. Und deswegen muss er sich jetzt auf seiner Facebook-Seite von den Bayern-Fans einen Shitstorm vom Feinsten gefallen lassen. Aber muss man sich denn wirklich an jedem Shitstorm beteiligen? Ich meine, es kommt ja auch keiner zu euch, wenn ihr ein Trikot eurer Lieblingsmannschaft tragt und sagt, geh mal nach Hause, Wie ist das denn bei euch zu Hause? Ich meine, gibt es da auch eine Vereinsrivalität? Euer Vater ist Bayern-Fan, ihr seid BVB-Fan und jetzt kommt das große Finale und euer Verein schießt ein Tor. Fati steht auf und gibt euch direkt eine Faust. Also ich glaube, so läuft das nicht. Oder etwa doch? Sagt mir eure Meinung, schreibt in den Kommentaren, sagt mir, welcher Verein eurer Meinung nach das Finale gewinnen sollte. Kanye West und Kim Kardashian sind, wie man sieht, voll im Babyglück. Und da stellt sich die Frage, wie soll das Kind nun heißen? Gerüchteweise ist Kanye für North, also Northwest, und Kim für Liv, also Liv West. Die wollen tatsächlich den Namen ihres Kindes patentieren lassen. Also, würdet ihr einen Namen wie Northwest patentieren lassen? Darf es jetzt nur noch einen Dana geben oder eben nur ein Northwest? Und wird dieses Video dann gesperrt, weil das Kind so heißt und wir das nicht mehr drehen dürfen? Sondern die Atlanten der Welt eingesammelt werden und überall so ein North und West rausgestrichen werden und wir nennen das dann nicht Norden und nicht Westen. Sie ist nicht nur die schönste Frau auf Erden, sondern außerdem die Freundin von Iron Man und die Lebensgefährtin von Coldplay-Frontmann Chris Martin. Und von wem rede ich? Dana. Oh, ja. Genau, der hübschen Gwyneth Paltrow. Und diese sexy Dame hat einen ganz besonderen Tipp, um Beziehungen zusammenzuhalten. Also jetzt Jugendschutz, bitte alle Kinder mal weghören. Und zwar sagt sie, ein Blowjob hilft, jeden Streit zu vergessen. Und dann würde ich sagen, guter Tipp. Aber jetzt die Frage an euch, was sind eure Tipps, um eine Beziehung wieder aufrechtzuerhalten? Oder um Streit vergessen zu machen, um euch wieder zu versöhnen? Immer her damit! Seit Wochen wird ja von Google die Google Glasses vorgestellt. Das ganze Leben digital vor die Augen geworfen. Ist das was für euch? Findet ihr das cool? Psst, ich habe von Google testweise die Kontaktlinsenversion bekommen. Lenses, take a picture. Zum Abschluss gibt es noch den Clip der Woche und wir machen einfach mal ein kleines Ratespiel. Ich habe keine Ahnung, worum es geht und wir versuchen den jetzt mal zusammen zu erraten. Auf geht's. Oh, get back. Oh. How are we going to get it? Oh. Woo! Isn't that Judy from your school? Yeah. I think she likes you. No, she doesn't. She does. Go talk to her. Such an embarrassment. I am your father. No! Night, Dad. Night, pal. Oh, oh, ist das süß. Das ist ja wohl einer der schönsten Clips, die ich seit langem gesehen habe. Ich hätte nicht gedacht, worum es geht, um Saft. Aber wie fandet ihr den Clip? Sagt mir eure Meinung dazu. Und hättet ihr nicht auch gerne so einen kleinen Kindvater? Ich auf jeden Fall. Ja, süß. Oh, ist das niedlich. Ich fange gleich an zu heulen bei sowas. Ach, ist das süß. Kann ich mal einen Newsflash haben? Live und ungeschnitten. Gute Frage.